Naja, das hier ist auch bald erschöpft. Das hier auch. Dann hätte ich noch bald. Kannst du da durchkommen? Es ist unsere heilige Pflicht, diese Frevler aufzuhalten. Verbrennt sie zu Asche. Ey, wartet, ich war noch nicht fertig. Den Bunker habe ich doch gerade erst neu gebaut. Nicht, dass er auf All und All geht, ne? Ja, toll. Macht die Sachen kaputt, bevor sie ganz. Ja, bevor die nach. Die Geburt steht davor. Bevor. Wie süß. Für dieses Mal habt ihr obsiegt. Die Nachricht eures Sakrilegs wird sich wie ein Leuchtfeuer im gesamten Sektor verbreiten, Rainer. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Deine Artefakte scheinen echt beliebt zu sein, Tigers. Was interessiert uns das, solange die Bezahlung stimmt? Tja, ja. Ich würde schon sagen, von den Tal'Darim pulverisiert zu werden, ist verdammt schlecht fürs Geschäft. Mann, so ein Artefakt ist doch größer als das Raumschiff selber. Was soll das? Das ist ja richtig antisozial. Wobei, das geht jetzt relativ schnell. Man sieht die Hyperium immer durch einen anderen Winkel und durch ein neues Licht. Als würde man durch eine neue Galaxie durchgucken. Ey, hier, schaut mal. Das ist der Wagen. Glaube ich. Ich habe mich mit dem Stern noch nie so befasst. Das ist das Zeichen der Protoss. Oder so ähnlich. Und das ist die Hyperium. Hyperium, ja. So kann man sich auch Ladebalken vertreiben. Zugangshalle der Hyperium. 0 Uhr 414. Eiserner Flachmann. Da denkt man erstmal das verdammte Artefakt. Das ist 4 Jahre her. Du tauchst einfach hier auf und... Die Zeit drängt. Ihr werdet verstehen. Dies birgt die Antworten auf eure Fragen. Erschließt das Geheimnis. Das Schicksal aller steht auf dem Spiel. Hat mich auch gefreut. Das war ein guter Freund von uns. Serratul, dunkler Templer. Die Handkristallen habe ich vorher schon mal gehört. Angeblich ermöglichen sie es einem, die Erinnerungen von jemand anderem noch einmal zu erleben. Was immer Serratul entdeckt hat, wollte er mich auch unbedingt sehen lassen. Dann will ich wohl mal einen Blick riskieren. Tja, aber nicht heute. Oder? Ah, doch, mache ich noch etwas. Reden wir mit dem Hansen. Was ist denn das für ein Objekt? Stammt es von den Protoss? Allerdings.
Aber ich würde an deiner Stelle nicht damit rumspielen. Das ist ein Kaidarin-Ihan-Kristall. In diesem Ding werden Erinnerungen gespeichert. Damit kannst du sehen, was andere erlebt haben. Könnte böse enden, wenn du nicht weißt, wie man damit umgeht. Dir scheint es jedoch keine Angst zu machen. Du bist ein wirklich interessanter Mann, Jim Rayner. Du verstehst mehr von den Protoss oder den Zerg als irgendeiner dieser Experten, von denen ich gelesen habe. Zurück zum Artefakt. Diese Artefakte hier zu haben, macht mich nervös. Kannst du mir mehr über sie sagen? Es ist interessant. Das eine von Xil ist anders als die anderen. Dennoch, ich glaube, dass sie alle früher einmal eine Einheit gebildet haben. Du meinst, sie gehören zusammen? So scheint es. Es ist nur eine Theorie, aber fest steht, dass die Artefakte, die wir gesammelt haben, zueinander hingezogen werden. Eine Art harmonische Resonanz. Angesichts der übergeordneten linearen Ausrichtung angrenzender Objekte, denke ich, dass sie sich unter der richtigen Feldanpassung wie Magneten gegenseitig anziehen werden. Okay. Richte mal lieber nichts irgendwo hinaus, Doc. So wie sie gerade sind, gefallen sie mir eigentlich ganz gut. Neue Dialoge. Also, wir werden so ein bisschen machen, aber... Knapp. Ach nee, müssen wir so. Asrenal. Spawn. Mit den Belagerungspanzern fahren wir jetzt richtig schweres Gerät auf. Ach ja, das beruhigende Donnern schwerer Geschütze. Naja, wenigstens solange sie auf unserer Seite sind. Außerdem ist die Standardkanone der neuen Panzer jetzt effektiver. Zusätzlich dazu sind sie stärker gepanzert. Hauptsache, sie haben im Belagerungsmodus noch immer die gleiche Reichweite. Der Rest ist egal. Mit Bunkern und Belagerungspanzern können wir die Stellung gegen so ziemlich alles halten. Ja, das ist es. Schöne Ding. Transformers. Ja, ich werde das jetzt hier nicht mal... Ich werde das hier nicht vorlesen. Tut mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Naja, weiter zur Astrinal-Konsole. Was gibt's denn Neues? Basis? WWF. Boah. Alles so coole Sachen. Oh, das kann glaube ich helfen, aber... Das macht schon alles mega bumm und so. Erstmal das. Wir haben es ja sowieso für nichts anderes zum Ausgeben.